Guck mal, ein Eichhörnchen am Eichhörnchenpfad und Baumkronenweg. Und wir sind viel zu früh. Das ist voll gemein. Sie lassen uns noch nicht rein. Das öffnet nämlich erst um 10 und wir sind Frühaufsteher und haben jetzt noch eine Viertelstunde hier rumzustehen. Da geht's lang, 750 Meter Eichhörnchenfahrt und dann geht's zum Treetop Walk. Und hier gibt's auch ein Kombi-Ticket. Es gibt ja hier noch einen wunderschönen Wildpark. Und hier kann man zwar 8,90 € Einzelticket kaufen, aber für 12,50 € auch Kombi mit dem Wildpark oder für 15,90 € Kombi auch gleich noch mit dem Nationalparkzentrum Edersee. Wir werden Kombi mit dem Wildpark nehmen, weil den wollen wir auf jeden Fall nochmal besuchen. Ansonsten gibt es hier auch noch das ein oder andere anderes zu entdecken. Wir wollen jetzt trotzdem warten, um möglichst früh auf den Baumkronenpfad zu kommen, denn heute soll es natürlich noch regnen. Am Eingang des Baumkronenpfads gibt es hier auch einen großen Parkplatz und da drüben sogar ein Toilettenhäuschen, das auch ganz praktisch ist. Nebendran ist die Edersee-Auszeit und es geht auch hier zum Kletterwald Edersee. Der hat von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Den werden wir uns heute allerdings sparen. Nichtsdestotrotz sicherlich auch mal eine schöne Möglichkeit für eine entspannte Aktivität. Ticket erobert, los geht's in den tiefen Wald. Station 4 des Eichhörnchenpfads oder Eddys Edersee Erlebnistour vom Leben der Eichhörnchen. Lernen wir also, was sie sich hier für Höhlchen bauen. Interessant. Weiter geht's. Nö. Wir nähern uns der nächsten Eichhörnchenhöhle. Ich glaube, hier wohnen Rieseneichhörnchen. Okay, ich habe gelernt, es ist ein Dachsbau. Hätte mich auch gewundert. Hätte man sehen können, habe ich aber nicht gesehen. Da ist er. Dachs, du hast die Gans gestohlen. Und wenn Saison ist, verkauft der Dachs da wahrscheinlich seine Getränke und Co. Das wäre was für Paula jetzt hier. Wahrscheinlich. Paula ist übrigens ein Hund. Ergänzung, nicht nur ein Hund, ein Dackel. Hier haben wir die Laubhöhe ohne Zersetzung in Jahren, wenn sie es nicht zersetzen würde, wie gesagt, dann wäre es nach 25 Jahren so hoch, also viel, viel höher als ich. Aber es zersetzt sich ja. Hier lernt man also was. Captain Langhaarnas Wildschwein rennt hier scheinbar rum. Links zum Wildtierpark, rechts zum Baumkronenweg. Noch 200 Meter der 750. Gleich geschafft. Ah, ein Teil der Wolfgang. Hier ist die Sprunggrube, aber wir springen heute nicht. Wir wollen ja das Knie nicht schon am Morgen kaputt machen. Das ist mal ein Pilz. Auf jeden Fall doppelte Handtellergröße. Dazu haben wir hier den Hexenbaum und gleich erreichen wir den Pfad und erreichen damit auch unser erstes Ziel, nämlich die Ersten zu sein am Kletterpfad heute. So, das Acherle bewacht den Treetop Walk. Der Baumkronenweg am Edersee, den wir gleich auch mal sehen werden, denke ich mal, also den See. Da hinten sieht man schon den Weg. Mal hindurch und Mandy kann die Nummer 1 sein. Schauen wir mal. Schafft sie es? Und
Sie darf durch. Yes. Mandy ist die Erste heute. Sie gewinnt. Ehrenurkunde ist ihr gewiss. Auch ich darf rein. Glück gehabt. Na dann, folgen wir mal dem Pfad. Mit der dunklen Wolke über uns. Und glattem Boden. Tiere der Baumkrone. Und da hinten nochmal zum ersten Mal auch den Edersee durchschimmern. Das Handy sollte man jetzt besser nicht fallen lassen, sonst ist es tief weg. Hier lebt auch die Hornisse. Immer wieder gibt es hier schöne Infotafeln. Die wollige Buchenlaus, auch die klingt aber süß. Die Frage ist, wenn wir das Ticket mal wegstecken, weil wenn es ein Kombi-Ticket ist, ja. Okay. Denke ich auch. Also passt gut auf euer Ticket auf. Ihr braucht es ja nochmal. Baummaler lebt hier. Noch haben wir nicht gesehen in den Baumkronen. Wir sind gespannt. Oh, da lebt jemand im Baum. So. Genau. Ja, aber noch nicht drin. Da haben wir doch ein Störcheli. Der Schwarzstorch, der nämlich auch in den Baumkronen lebt. Hübsch gemacht auf jeden Fall. Wenn man ihn nicht in echt sehen kann, zumindest eine schöne. Und natürlich das Eichhörnchen. Kein Wunder, viele Eicheln im Baum. Ja, noch zu früh für alle. Was haben wir hier? Blaumeise. Die Blaumeise. Ich glaube, ich habe eine Blaumeise. Andere würden behaupten, ich hätte eine Vollmeise. Gleich kommen wir übrigens zum Edernseeblick. Zum ersten Mal. Aber vorher müssen wir noch zweimal was lernen. Dreimal sogar. Auch der Nagelfleck wohnt hier. Den habe ich immer, wenn ich mir den Fußnagel stoße. Hier geht es übrigens schon gehörig abwärts. Mandy geht lieber aufwärts. Ein kleiner Blick nach drüben, da geht es natürlich noch hin. Schöner Pfad bisher. Die Buchengallmücke. Sie nannten sie Mücke. Und Nummer 12 schon. Die Baumhummel. Unsere Freunde. Hummel, die Wummel, die Wummel, die Wummel. Niemand zu sehen aus der Familie. Zum Glück auch noch keine anderen Menschen. Wir sind noch schnell genug. Ich hoffe, die lesen auch ein bisschen was. Und jetzt kommen wir gleich nach den Schwingen vom Wespenbussard, Uhu und Rotmilan zur Aussicht auf den Edersee. Mein See. Ach nee, das war was anderes. So. Was soll man anderes sagen? Es ist der größte See hier in der Region.
über 50 Kilometer, um ihn zu umrunden. Also lieber ein E-Bike statt ein normales Fahrrad. Es sei denn, ihr seid passionierte Rennradfahrer oder ähnliches. Da hinten auf der anderen Seite sehe ich auch einen Wohnmobilstellplatz mit herausragend schönem Blick auf den See. Das heißt, mit dem Wohnmobil kann man hier auch prima hinkommen. Der Campingplatz sieht wirklich schick aus, Boote unten. Also, Edernsee lohnt sich. Mandy erkundet derweil, was drin ist und klaut den Tieren ihr Essen. Was gibt's Leckeres? Riechkästen. Riechkästen. So, so. Dann gucken wir mal, was da so drin ist. Das hab ich erkannt. Irgendwie waldmäßig, irgendwie wintermäßig. Ich weiß nicht genau, was das ist. Was ist es? Lavendel, würde ich sagen. Ah, und wir gucken Lavendel. Perfekt. Und? Sonst noch was? Nee, alle anderen habe ich nicht erschnuppert, weil viele riechen ehrlich mehr. Die riechen kaum noch. Na, dann machen wir hier mal Mandy und der Edersee. Wundervoll. Sag mal Käsekuchen. Cookie. Erwischt. Wuschelcookie und Ia sind verewigt. Heu die Schrecke. Die gemeine Eichenschrecke. Die ist so gemein. Und weiter geht's, den Baumwipfelpfad nach oben. Mandy streichelt wieder Holzbretter. So, so. Oh, hab wieder irgendwen verpasst. Wer bist denn du? Hallo. Ist scheinbar das Fliegenmodell des Edersees. Und es geht in jede Richtung noch weiter mit dem See. Da drüben der angesprochene Campingplatz und da geht's immer noch weiter. Und wer wird hier sich dahinter verbergen? Die rotbeinige Baumwanze. Schlecht. Endspurt, Kinders, Endspurt. Fledermaus. Eine Fledermaus, die Bechstein-Fledermaus. Noch haben wir aber keine Tiere in den Kronen gefunden, zumindest keine echten. Oben hängt was. Links steht ein Eichhörnchen, eine Achalle. Hallöchen, wo sind deine Kumpels? Wenn wir das wüssten, ne? Aber jetzt bist du zumindest mal schön fokussiert. Wen haben wir oben gekillt? Eichhörnchen. Auch ein Eichhörnchen im Sprung. Und der Buntspecht hat sich wieder mal schön gemacht und für uns geschminkt. Sachen gibt's auch hier. Sehen wir, das Eichhörnchen vollendet seinen Sprung zum Baum. Genau. Von da hinten, da, hier rüber, da, bis hier drüben. So weit kann ein Eichhörnchen springen. Oh, der kleine Eichenbock hat mit dem Eichhörnchen nichts zu tun. Lebt aber auch in den Baumkronen, ohne dass er sich bis jetzt blicken lässt. Hat keinen Bock. Vielleicht sehen wir noch einfach nicht, das stimmt. Hier haben wir nochmal unseren schönen Storch. Und wieder ein paar Mitmachsachen, diesmal zum Anfassen. Scheint aber alles leer zu sein. Auch wenn da steht, die Materialien in den Kästen belassen, sind Menschen ja doof. Die meisten. Und auch hier mit dem Rotmilan. Eine Fledermaus, ein paar Vögel, schön dargestellt. Rutschgefahr, Vorsicht, und hier kann man nochmal nach unten gucken, allerdings sehr trüb. Begehbarer Glasboden, 25 Meter über dem Boden übrigens. Und die Kürbisspinne, viele Spinnen leben hier. Unter anderem die Kürbisse aufknackt. Glaubt mir kein Wort. Die
Buchenmotte. Die haben wir öfter mal auch als Lebensmittelmotte bei uns in der Wohnung. Leider. Kauft man sich übrigens ein als Lebensmittel. Deswegen heißen die so? Mhm. Ich würde für die ja nichts bezahlen. Wer wohnt denn hier? Ja? Babywärts? Tjöp, 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 gib mir was zu futtern. Tjöp, tjöp. Ich kenne das Problem. Und die Waldknotenameise. Ist sie zerknotet? Da kamen wir übrigens her. Baumwipfelfahrt auf der anderen Seite. Und wir kommen so langsam, aber sicher zum Endpunkt des Pfads. Mandy schreitet voran und wird gleich wunderbar den Bogen durchschreiten und ins Königreich über dem Edersee eintreten. Nun ist es soweit. Oh Mann, sind wir beknackt. Aber lustig. Jetzt haben wir den Panoramablick vollendet. Da drüben kann man langfahren, soll eine Panoramastrecke sein mit dem Auto. Da hinten haben wir die Burg, das Schloss, das sich auch besichtigen lässt, auch Blick über den See hier hat. Es ist also, wie ihr seht, doch eine sehr schöne Gegend, ein sehr klares, blaues Wasser hier. Also der Baumwipfelpfad am Edersee, der Treetop Walk, lohnt sich auf jeden Fall. Kommt mal her, wenn ihr da seid, kauft euch die Kombikarte mit dem Wildtierpark. Und dann habt ihr richtig was zu erleben. Mit Kindern natürlich besonders schön, weil man auch so viel lernt. Und bei schönem Wetter herausragende Aussichten auf den See und seine Paddler. Also ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal mit Mandy und Daniel bei Urlaubslust 24 on Tour. Tschüss. Bye bye.